Willkommen zur 19. Folge von Let's Play American Truck Simulator. Wir waren ja letztes Mal hier ganz schön mit den Einparken beschäftigt und heute, wie ihr seht, keine Webcam am Laufen. Aus dem ganz einfachen Grund. Warte mal, ich bleib mal lieber hier stehen. Ich gucke erstmal, was es so auf dem Frachtmarkt gibt. So, auf dem Frachtmarkt gibt es überhaupt nichts. Wir gucken einfach mal, ob es hier was gibt, was städteinternes. Eingabe. Frachtmarkt. Was städteinternes. Carson City zu Carson City. Ja, gibt es sogar. Nehmen wir mal den Auftrag. Und der steht auch gleich da hinten. Super. Ja, ich hatte jetzt wieder eine Woche Schule. Dort oben steht er. Ganz oben. Dann sind wir da falsch rum rangefahren. Na, ist ja egal. Da kann man ja einfach umlenken. Muss nur eben aufpassen wegen. Ja. Die erste Woche habe ich noch gut bestanden. Nächsten Wochen werden wahrscheinlich ein bisschen stressiger werden. Und dann könnte es auch durchaus möglich sein, dass es bis. Was haben wir jetzt eigentlich hier? Sand. Dass wir noch bis zum 26. auf jeden Fall, ich sag mal bis zum Ende des Monats August, noch ein paar Einschränkungen haben, was das Thema Aufnehmen betrifft. Uiuiui. Nee, das wird nix. Fahren wir noch mal einen Kreisel um. Kann ich ja? Nee, nee, nee. Da habe ich jetzt gerade noch nicht drauf geachtet. Muss jetzt noch mal kurz ein bisschen zurücksetzen. Oh, das war sie schon mit dem Zurücksetzen. In die Richtung, ja, klappt gerade so. Klappt gerade so. Mal hier so umlenken. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Ah, jetzt klappt es auch. Super. Haben wir auch ein ganz schön langes Gerät hier hinten dran. Es ist wirklich sehr lang. Nee. Wollte schon das erste haben. Und das schöne Sonnenbild hier. Na, schaut gerade nicht so atemberaubend hier aus in dieser Umgebung. Man kann ja trotzdem mal ein Foto machen. Vielleicht die Sättigung ein bisschen
So. So. Fahren wir mal weiter. Soweit haben wir es ja nicht. Es sind nur 60 Meilen. Innerörtlich, wohlgemerkt, 60 Meilen. Den Scheibenwischer hatten wir hier drauf, ne? Was der Scheibenwischer? Ja? Nein. P? Wo hat denn der verschnellert? Auf P, dann sind wir wieder aus. Okay. Okay. Wir sind im Multiplayer-Modus. Das bedeutet, wir könnten hier ein paar Leute treffen. Es sind gerade niemand in der Gegend. Ich bin auf den Euro 2. Fahre ich eigentlich immer. Ich habe von meiner Firma gehört und Kusugari Transporter, dass auf der ETS Europa 2 Map die Türken die den Server übernommen haben. Das bedeutet, die Firmen sind von der Türkei aus so groß, die erreichen schon über 1000 Leute, sodass die einen kompletten Server für sich beanspruchen. Finde ich eigentlich nicht so praktisch. Weil da müssen wir jetzt immer über Euro 1 ausweichen. Komm, du schaffst das. Komm. Komm. Warum springt er jetzt nicht mehr an? Das habe ich doch gar nicht. Ach, der Tank ist leer. Da müssen wir uns abschleppen lassen. Aber so weit ist es ja nicht. Abschleppen wegen das F7, ne? Genau, und dann Eingabe. Bam. So, wenn wir im Werkstatt sind, haben wir wieder ein bisschen Tank aufgefüllt. Genau. Eingabe, Wartung, können wir gleich mal reparieren. Ja, machen wir mal weiter. Es regnet ein wenig. Jetzt müssten wir eigentlich auch wieder Angebote haben. Haben wir einen etwas längeren Hänger, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht so einfach herum. Ah doch, aber wir müssen trotzdem umlenken. Das bleibt uns nicht erspart. So. Bisschen langsamer. Das schaut noch gut aus. Das schaut auch schon gut aus. Besser kann man es nicht machen. Bam. Ausgezeichnet. Ownschaft. I think I like it. Okay. Waren es nicht so viel. Machen wir eine kleine Fracht. Aber jetzt haben wir, glaube ich, wieder ein größeres Angebot. Nehme ich mal an.
Ja, natürlich doch. Wo ist Brim? Da drüben. Da oben. Zu weit weg. Das ist viel zu weit weg. Haben denn irgendwas Gutes von hier? 7000. Nach da oben. Da waren wir auch noch nicht. Dann machen wir doch das. Da waren wir noch nicht. Und das sehen wir uns nächste Folge wieder. War eine etwas kürzere Folge. Oder? Na komm, wir satteln noch an, meine lieben Freunde. Wir satteln noch an und dann. So. Vielleicht passiert noch was Aufregendes. Ui, jetzt habe ich aufs Navi geschaut. Sind ein paar Meilen. Ey. Was hat denn der jetzt gerade gehabt? Hab nur Eingabe gedrückt und schon rollt er rückwärts weg. So, 400 Liter. Die werden wir brauchen. Mal sehen, ob dort unten in Carson City ein bisschen besseres Wetter ist. Da schön auf meiner Spur bleiben. Es könnte durchaus möglich sein, dass das derselbe Lieferant ist, wie wo wir gerade schon waren. Ich habe auch nicht geguckt, was das für ein Trailer war, aber da stand auch wieder 60 Meilen bis zum Startort. Könnte gut möglich sein, dass das der Ort ist, die Firma, wo wir gerade schon waren. Aber so genau weiß ich das auch gerade nicht, aber es ist gut möglich. Ja, ich glaube das auch. Das ist genau dieselbe Stelle. Aber ist ja auch gerade niemand in der Gegend. Auf dem Server hier waren von 2000 Mann auch, glaube ich, nur 120 Stück. Bam. Winnemucca müssen wir nach Winnemucca. So, jetzt ist wieder die große Frage, wo ist dieses Teil? Oben. Diesmal fahre ich gleich rückwärts ran. Ich habe einen Rückspiegel, da kann ich sowas auch gut erkennen. Sehr gut.
könnte gut sein, dass es auch Sand ist. Das ist Kies. Kies. Gut, meine lieben Freunde. Machen wir eine kleine Pause. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.